Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video mit dem Microsoft Train Simulator und dem Add-on Berlin Subway, welches von TML Studios erschienen ist. Aber gleich gibt's mehr, denn wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen was aufrüsten, von daher geht's sofort weiter. Als erstes müssen wir jetzt erstmal hier das Ganze hier abarbeiten. So, und los geht's. Und damit starten wir von Pankow, fahren nach Hulleben. Bitte Code eingeben, Code angenommen. Ansagegerät programmieren. Mit inklusive Ansage, jawoll, so sieht's aus. Ja, der original Microsoft Train Simulator, Leute. Lange nicht gesehen, lang ist her. Das Ganze wird kompliziert gecaptured. Erzähle ich euch gleich während der Fahrt hier noch alles ein bisschen, wie wir das Ganze machen. Ja, der Microsoft Train Simulator bietet ja an sich ja nur eine Auflösung von 1280x1024, also ein absolutes 4:3 Format. Mehr geht gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber das Problem ist an der ganzen Sache, Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach der Microsoft Train Simulator, das Original, läuft einfach nicht mehr auf Windows 10 PCs. Auf Windows 7 läuft er noch. Allerdings, ja, wer Windows 7 hat, hat mittlerweile auch moderne Grafikkarten. Und die unterstützen meistens in der Regel kein DirectX 7 oder DirectX 8 mehr. Ja, und somit ist der Microsoft Train Simulator also wieder unspielbar, weil die Grafikkarte halt dementsprechend zurückbleiben bitte nicht erkannt wird. Das ist natürlich absoluter Shit. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt hier über meinen Laptop laufen, denn der hat seine schwache Technik auf der Brust, hat aber einen HDMI-Ausgang und das Ganze nehme ich praktisch Capturing einfach so über meine Capture-Karte auf, ja, wo ich einfach per HDMI das Ganze anstöpseln kann und dann, ja, sehen wir das Original hier. Warum mache ich das Ganze nicht mit Open Rails? Weil Open Rails unterstützt das Ganze gar nicht. Also die Produkte von TML Studios funktionieren nicht. Ja, und es hat mich mega geärgert, weil ich das unbedingt gerne auf meinem Kanal haben möchte und ich jetzt dabei bin, das Ganze gerade zu machen. Veneta-Straße. Übergang zur Straßenbahn und zum Bus. Ausstieg links. Und ja, ich mich darüber jetzt natürlich freue, dass das Ganze jetzt dementsprechend funktioniert. Ihr werdet jetzt noch in den nächsten Tagen jetzt relativ viele U-Bahn-Videos sehen. Ja, hatten wir lange nicht. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr von dem Microsoft Train Simulator sehen. Wir werden uns World of Subways hier nochmal anschauen, hatte ich ja gesagt gehabt, wenn das Ganze gut läuft. Und ja, Omsi meldet sich auch nochmal hier zu Wort. Also das ist schon mal so der grobe Plan jetzt für diese Woche. Denn natürlich noch Livestreams, ja, am Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag. Also ihr merkt, das Programm wird wieder voll. Der Sommer ist zu Ende. Zurückbleiben bitte. Und dementsprechend kann natürlich wieder gezockt werden. Ja, Berlin Subway, wie gesagt, eines der besten Add-ons meiner Meinung nach für den Microsoft Train Simulator von TML Studios. Natürlich bekannt jetzt mit dem aktuellen Fernbus-Simulator, World of Subways, Tourist Bus und natürlich den neuen Simulator, The Bus, der irgendwann vielleicht erscheint. Mal gucken. Wir haben damals für den Microsoft Train Simulator zwei Add-ons gebracht, einmal Berlin Subway und einmal die Linie 51, ja, die goldenen 20er, so heißt das ganze Add-on. Schönhauser Allee. Übergang zur S-Bahn und zur Straßenbahn. Ausstieg links. Ja, und ja, mit Berlin Subway natürlich ein absolutes Highlight geschaffen, muss man sagen. Meiner Meinung nach. Denn hier waren schon viele Sachen, die es so in dem Microsoft Train Simulator an sich nicht so gab. Also, was bietet Berlin Subway? Berlin Subway bietet zwei U-Bahn-Linien. Einmal die U2, ja, von Pankow nach Hulleben und einmal die U8, die wir uns in der nächsten Folge anschauen werden. Also vom Microsoft Train Simulator in der nächsten Folge.
Und insgesamt gibt es drei Züge. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Also gibt es insgesamt drei U-Bahn-Typen und noch eine fiktive U-Bahn, die von TMS Studios selbst kommt. Wir haben hier aktuell, ich kann dir mal zeigen, sind wir mit dem A3 unterwegs. Da war es der A2. Ich guck gleich nochmal nach. Das ist ja immer so ein bisschen crazy. Oh, komm schon. Ein anständiges Bild hier. Ja, okay, um fortzufahren. Ja, Fahrplan ist mir mal jetzt so ein bisschen egal. Also, was schon haben wir hier? Fürs kleine Profil haben wir laut Handbuch. Oh, Gottes Willen. Jetzt findest du die Seite nicht. Wieder gut vorbereitet, Bio. Wieder gut vorbereitet. Den A3 L92. Mit dabei ist natürlich der Zugtyp GI-1, also unsere sogenannte Gisela. Der Zugtyp H97 für das Großprofilnetz. Und der Zugtyp F68, welches ein Prototyp ist von TMS Studios. Zurückbleiben bitte. Und ja, wie gesagt, dann noch die beiden Strecken mit Ansagen halt, wie ihr es ja so unschwer hier hören könnt, was, wie gesagt, auch zu damaligen Microsoft Train Simulator, ja, ein absolutes geiles Future war, in meinen Augen. Wir haben hier eine Werkstatt drin, so ein bisschen kann man sich das erklären wie bei dem Busbetriebssimulator. Die Züge können hier kaputt gehen, sie können dreckig werden. Dementsprechend müsst ihr sie halt warten, ihr müsst sie säubern und in der Zeit könnt ihr diese Fahrzeuge halt dementsprechend nicht benutzen. Eberswalder Straße, Übergang zur Straßenbahn, Ausstieg links. Ja, müsst ihr dann diese praktisch dann halt warten und müsst dann halt auf einen anderen Zugtyp zurückgreifen, weswegen es da wahrscheinlich den Prototypen gibt, ja, den man da noch mit reingebaut hat. Gehen wir davon aus, dass der halt auch für das Großprofilnetz gedacht ist. Und ja, was ist noch mit dabei? Wie gesagt, wir haben natürlich alle Zeiten dabei. Ihr könnt Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ihr könnt natürlich jede Aufgabe fahren, wie ihr wollt. Ja? Ob es halt mit Regen, ob es im Schnee, ob im Sommer, ob im Winter. Das könnt ihr alles natürlich dementsprechend einstellen. In den Aufgaben, fest installierte Aufgaben, könnt ihr das halt dementsprechend so einstellen. Weil das Ganze läuft nämlich über einen Launcher oder Launcher, der davor halt noch startet, vor dem Microsoft Train Simulator. Und da könnt ihr dann praktisch diese Einstellung halt tätigen, ja, die dann praktisch mit in den Microsoft Train Simulator übernommen werden. Und das wird genau der Grund sein. Zurückbleiben bitte. Warum das Ganze nicht mit Open Rail funktioniert. Und so ein bisschen kann man sich das auch dann bei Linie 51 dann so vorstellen, denn da hat man eine komplette Karriere diesmal mit drin, was ein absolutes Highlight ist, eine richtige Karriere, ja, so Stück für Stück wird das Ganze mal erweitert und ja, das ist halt auch, also wie gesagt. Oh Mann. Senefelder Platz. Ausstieg links. Ja, also nochmal Linie 51, wie gesagt, komplett mit Karriere. Also da habt ihr nicht gleich von Anfang an die Strecke zur Verfügung, sondern müsst euch das praktisch erst spielen. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Und auch da natürlich diese ganzen Futures, die wir jetzt hier aktuell auch in dem Berlin Subway natürlich drin haben, dass die Züge halt defekt sind, sie werden halt dreckig und alles sowas und spielt halt in einer kompletten Epoche der goldenen 20er, wie halt praktisch die Straßenbahn halt entstand. Und da muss man wirklich sagen, das sind so Einfälle. Zurückbleiben bitte. Die ich teilweise heute echt vermisse.
Ich meine, heute kommt ein DLC raus, hast du deine Strecke, hast da auf jeden Fall deine 5 oder 6 Aufgaben, fertig, finito, mehr gibt's einfach nicht. Und das meiner Meinung nach schon ein bisschen lame, wenn du mich danach fragst, weil trotzdem kostet das Ganze 30€ oder sowas meistens. Und das ist schon extremst viel Geld, meiner Meinung nach. Das kann jetzt jeder sehen, wie er mag. Ja, aber ich persönlich finde das dann doch schon ein bisschen teuer. Und DMR Studios, wie gesagt, damals, wie gesagt, mit Berlin Subway, ja, die haben auch so in dem Dreh gekostet. So 20-30€ muss das Ganze gewesen sein. Und ja, die haben sich dann halt praktisch sowas einfallen lassen. Und damals gab es kein Facebook oder sowas. Rosa-Luxemburg-Platz. Übergang zum Busausstieg links. Und da gab es dann halt nicht sowas wie Facebook oder sowas. Da musstest du damals noch direkt auf die Hersteller-Website gehen und musstest dir da die 3-4 Bilder angucken, die es damals online gab. Also es war schon ein bisschen, ja, die gute alte Zeit halt, ne? Und ich bin auch heute immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht einfach mal, ja, GOG. Zug, ja, nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Den guten Good Old Games einfach mal eine Anfrage stelle. Könnt ihr nicht einfach mal den Microsoft Train Simulator halt mal neu porten? Ja, ich meine, sie haben einfach so unglaublich viele Spiele geschafft von der Vergangenheit, die heute zutage gar nicht mehr denkbar wären, dass das Ganze hier auf dem PC läuft, ja, auf Windows 10 und hast du das nicht gesehen. Haben sie es trotzdem geschafft, dass die Spiele wirklich laufen? Ja, das muss doch auch machbar sein, dass sie den Microsoft Train Simulator zurückbleiben bitte mit irgendwie an Bord holen. Vielleicht haben sie ihn einfach nur nicht auf dem Schirm und jetzt kommt der große Bio und sagt hier, mach das. Und vielleicht machen sie es ja. Man weiß ja nicht, man kann es ja testen. Es hat schon mit Nino Kuni geklappt, also warum nicht auch mit dem Microsoft Train Simulator? Das wäre eine großartige Sache. Und warum mache ich das Ganze? Natürlich wegen World of Subways. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mal wieder da ein bisschen U-Bahn zu heizen. Und ich habe natürlich eure Kommentare alle gelesen und fand sie einfach großartig, ja, dass so viele Leute auch noch gute Erinnerungen mit World of Subways hatten. Und auch diese ganze Debatte ja aktuell um TMS Studios ja immer so ein bisschen... Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr zur S-Bahn zu den U-Bahn-Linien U5 und U8 und Übergang zur Straßenbahn und zum Bus. Ausstieg links. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Warum müssen wir hier eine Minute warten, wenn wir doch fast 2 Minuten zu spät sind? Ist egal, das ist wieder Microsoft Train Simulator Logik. Das hat nie hingehauen, dieses Fenster. Ja, also wie gesagt, also das ist schon die coole alte Zeit. Ich weiß noch, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, gekauft und ich saß eigentlich nur noch davor. Ich habe mir aber, wie gesagt, auch den PC extra für den Microsoft Train Simulator aufgerüstet, weil ich dieses Ganze drumherum einfach toll fand. Berlin S-Bahn, ja, Berlin Subway, die Linie 51 und hast du alles nicht gesehen, ne? Das Problem ist, ich würde das gerne so zocken. Ich würde das ganz gerne Let's Playen wollen, alles. Ich würde sämtliche Pro-Train-Add-ons zeigen. Ja, das würde mir halt unheimlich viel Spaß machen. Auch wenn das halt eigentlich alles relativ billig wirkt, ja, altmodisch, altbacken. Zurückbleiben, bitte. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Microsoft Train Simulator gar nicht, ja. Umso besser, kann ich euch was zeigen, was sonst vielleicht ja, nur wenige gezeigt haben. Und da nervt mich das dann halt schon so ein bisschen, dass es halt mein Laptop nicht packt. Und deswegen wäre so eine Good Old Games schon eine relativ coole Sache, wenn das funktionieren würde. Ja, dann könnte man nämlich die ganzen Pro-Train-Endings wieder rausholen. Und Leute, es sind über 40 Teile. Es gab noch German Railroads. Ich habe da mittlerweile auch alle Addons. Klosterstraße. Ausstieg links. Ich würde eigentlich schon fast behaupten, das ist eigentlich ein riesengroßes Streckennetz der Deutschen Bahn abdeckt, die ganzen Addons. Ja, wir hatten hier letzte Mal, welche waren das? Irgendwie die Nordostbahn. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Und da war ich noch nicht so groß mit Susi und alles sowas. Ja.
gegoogelt, ja, welches Spiel hat vielleicht die Nordostbahn, ja, welcher hat's wohl? Der Microsoft Train Simulator. Und das sind also nur Gründe, ja, sogar die abgelegensten Strecken findest du teilweise echt in dem Microsoft Train Simulator wieder. Hier hast du halt keine SIFA oder PCB oder sowas, ne? Das ist halt wirklich... Zurückbleiben, bitte. Sehr einsteigerfreundlich, kann man hier schon sagen. Bekommst du zwar auch deine Zwangsbremse, wenn du zu schnell fährst oder sowas, aber das war's dann halt auch, ja? Also, so wie diese ganzen Vorfahrtsregeln oder sowas, die gibt's hier halt nicht, ja? Und das ist natürlich ein bisschen schwach, ne? Deswegen halt viele den Microsoft Train Simulator mit dem Po nicht mehr angucken. Was ich persönlich aber nicht ganz verstehen kann, da hier der Content da ist halt, ne? Aber wie gesagt, er wird halt nicht gut genutzt, weil, wie gesagt, Open Rails meiner Meinung nach nicht perfekt ist. Ich habe es schon oft erlebt, gerade auch in Aufnahmen für Microdraser TV damals. Märkisches Museum. Übergang zum Bus. Ausstieg links. Für Microdraser TV in Aufnahmen, weißt du, bist du gefahren, dann in 2-3 Stunden oder sowas und dann stürzt die Open Rails einfach ab, weil irgendwas wieder nicht laden konnte, was er wieder nicht laden wollte eventuell. Ja, das Problem ist, da darfst du dich nicht beschweren, weil das Ganze ja Open Source ist. Ja, das einsteigen, ist natürlich, bitte. Ein bisschen ärgerlich, ja, wenn du denn halt das, die ganze Zeit da dran gesessen hast und dann, ja, musst du denn halt hinnehmen, dass das Ganze jetzt kaputt ist. Ne? Und deswegen hätte ich schon gerne das Original wieder. Zurückbleiben, bitte. Spittelmarkt. Übergang zum Bus. Ja, aber um euch das Ganze mal so zu präsentieren, zu zeigen, was dann so meine Generation so alles so gespielt hat an Simulationen. Große Alternativen hatten wir ja nicht, gab's nicht. Neben dem Microsoft Train Simulator gab es ja klar ProTrain Perfect, meiner Meinung nach. Also das heutige Trains. Und hat sich ja bis dato nichts verändert, denn es gibt ja den Train Simulator von Dovetail Games, es gibt halt Trains an sich ja noch. Jetzt mittlerweile gibt es auch Zusi, wird sich jetzt so langsam aber sicher einen Namen macht, ist jetzt nicht mehr unterste Schublade irgendwie oder so ein kleiner Geheimtipp, ja, oder sonst irgendwas. Aber von da hat sich eigentlich nichts verändert groß. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Aber das ist cool, finde ich, muss ich sagen. Einfach diese alte Nostalgiezeit nochmal erleben, das ist halt immer was Großartiges, finde ich. Ja, und warum das halt mit den normalen Addons halt auf dem Laptop nicht funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an der Oberwelt oder sowas, weil sie zu detailreich ist. Der Laptop ist jetzt nicht Steinzeit. Zurückbleiben, bitte. Aber er mag es halt nicht, warum auch immer, ja. Dann hast du da die Ruckeleien und alles sowas. Ist dann halt alles ein bisschen schlecht. Ich weiß noch, mein Gott, die ganzen Mods, die ich damals installiert habe, damals dann noch irgendwelche Extra-Programme installiert, damit das Laden ja, ein bisschen schneller geht ins Hauptmenü und so weiter und so fort. Da gab es so viele Kniffe. Aber ich glaube, das habe ich alles schon erzählt, ja, in Open Rails. Da habe ich ja wahrscheinlich meine ganze Geschichte erzählt. Wie gesagt, ich war ja dann vor 2 Jahren dann auf der Gamescom gewesen und dachte mir so, ja geil, wenn ich schon mal da bin, TNS, du bist ja auch da. Warst du mal nach, ob da eventuell noch Leute sitzen, die vielleicht mit Berlin Subway mitentwickelt haben, um mir da so ein Autogramm abzuholen, so in meiner Verpackung. Ja, dass die da einfach reinkritzeln. Hausvogteiplatz. Ausstieg links. Aber leider gibt es kein Mitglied mehr, der früher an, ja, Berlin Subway mitgewerkelt hat. Das sind wohl alles komplett neu. Was man dann vielleicht auch so ein bisschen der Ausrichtung ja ne, verstehen könnte. Denn auch ihr habt ja geschrieben gehabt in den Kommentaren zu World of Subways. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte.
dass man sich hätte vielleicht doch weiterhin auf die Schienensimulation bleiben sollen. Denn World of Subways an sich ja, ne, von Teil 1 bis Teil 4 ist natürlich ein Riesenwandel passiert. Viele wünschen sich natürlich auch ein Remake, ja, von Volume 2, also Berlin Subway, würde ich mich mega freuen drüber. Aber dann vielleicht dann aber mit allem drum und dran, also mit Sifa und Co., ja. Zurückbleiben, bitte. Also wenn schon, denn schon, ja, dass man das dann eventuell noch macht. Aber auch ich, wie gesagt, bin der Meinung halt, eigentlich brauchst du das nicht, denn World of Subways 2 sieht einfach jetzt immer noch absolut hübsch aus. Also wenn man sich das Ganze mal jetzt so anschaut, mit ein bisschen Omsi vergleicht und jetzt vielleicht hier mit Berlin Subways. Klar, Berlin Subways verdient ein absolutes Remake, ja. Da bin ich dafür. Stadtmitte, Übergang zur U6. Ausstieg links. Also hier auf jeden Fall wäre es natürlich cool, wenn es da mal was geben würde. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Aber das wird wahrscheinlich bloß ein ewiger Traum sein. Aber man kann ja immer mal gucken, wie das Ganze ja dann so läuft. Erstmal jetzt die Good Old Games überreden, dass sie den Microsoft Train Simulator hier ein bisschen porten jetzt für Windows 10. Das wäre schon mal eine Hausnummer. Zurückbleiben bitte. Denn ich glaube, es ist teilweise wirklich die Schuld von dem alten DirectX. Und damit haben sie eigentlich schon Erfahrung. Ist wahrscheinlich bloß noch ein Lizenzproblem, wird schon da noch existiert. Aber sie haben ja schon Microsoft-Titel wieder belebt. Also warum sollte das halt nicht mit dem Microsoft Train Simulator funktionieren? Ergibt für mich jetzt halt wenig Sinn. Mohrenstraße, Übergang zum Bus. Und vielleicht ist die Nachfrage vielleicht nicht hoch genug. Dass vielleicht da was nicht hinkommt. Vielleicht kann ich ja irgendwas ausrichten. Vielleicht kriege ich ja eine Antwort von denen, wenn ich denen einfach mal anschreibe, was das Problem ist, warum da nichts kommt. Und dann, ja, wenn die dann natürlich sagen, so von wegen. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Von wegen so die Masse, ja, brauchst jetzt nicht, dann hole ich euch dazu, alle. Versuche ich euch alle dazu zu holen, mir einen kleinen Gefallen zu tun und dementsprechend dann halt damit zu voten, ob der Microsoft Train Simulator kommt oder nicht. Aber wie gesagt, sobald es da mal irgendwie was gibt, so News-Technik oder sowas, werde ich euch mal da auf dem Laufenden halten. Denn der Microsoft Train Simulator, großartig. Ich hoffe, zurückbleiben bitte. Durch den neuen Flug Simulator, der ja direkt von Microsoft kommt, dass er da irgendwie vielleicht, wenn das Ganze echt extremst gut läuft, dass sie sich da vielleicht nochmal entschließen, doch nochmal den Train Simulator von Microsoft rauszuhauen. Das wäre natürlich gigantisch. Potsdamer Platz. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Ausstieg links. Ja, aber auch das Ganze mit dem Aufnehmen jetzt aktuell, das ist jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich das jetzt über Laptop aufnehme, habe ich jetzt mittlerweile 3 Monitore hier auf dem Platz stehen. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Wie gesagt, damit ich das Ganze halt abcapturen kann, aber der Laptop, der war einfach gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr an oder sowas. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, mitten in der Aufnahme, was passiert. Ja. Er schaltet sich ab, Windows 7 Update. Er muss jetzt installieren, mitten in der Aufnahme. Großartig. Und davor dann halt fehlte der Ton vom Spiel oder irgendwas war da gewesen. Zurückbleiben bitte. Ja, ja, das ist wahrscheinlich Leid eines jeden YouTubers. Okay, ja. Wenn mal was funktionieren soll, dann funktioniert es natürlich nicht. Großartig. Und dann natürlich aber auch noch die Zeit, die fehlt. Ja? Das kommt ja auch immer noch dazu. Ja.
Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist da jetzt den Plan zumindest schon mal für diese Woche. Freue ich mich drauf. Ah, wir haben schon so lange nicht mehr gestreamt. Deswegen wird es halt auch mega, mega Zeit, dass wir da mal wieder loslegen. Wie gesagt, jetzt fängt die Winterzeit an. Es wird kalt draußen. Dementsprechend sind auch wir wieder zu Hause. Wir sind drinnen. Also können wir da ordentlich wieder losstreamen. Leitstellenfahrt steht halt auch schon an. Ja, also die kommt jetzt auch. Ich glaube, das ist sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Mendelssohn Bartholdy Park. Ist das Ganze von Samstag zu Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja auch nochmal Zeitumstellung. Also wisst ihr Bescheid. Falls ihr davon jetzt noch nichts wusstet, jetzt am Wochenende wird die Zeit zurückgestellt. Sprich, ihr dürft eine Stunde mehr zocken oder schlafen oder fahren oder was auch immer. Zug nach Ruhleben. Au. Einsteigen bitte. Das war der Kopfhörer. Ja, Mendelssohns Bartholdy Park hier. Ich muss mal gucken, weil ich jetzt ja auch dadurch zwei Tastaturen jetzt drauf habe. Ne, hier seht ihr auch mal ein bisschen was von der Umwelt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, Performance hungrig oder sowas. Also es sollte eigentlich auf jedem Rechner laufen, der mindestens Windows 7, wie gesagt, drauf hat. Vielleicht schaut doch mal, nach einfach. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei euch eventuell nicht läuft. Zurückbleiben bitte. Gleisdreieck. Übergang zur U-Bahn-Linie U1. Hier gibt es schon ein Musical aus dem Grips-Theater hier aus Berlin. Setzt sich Linie 1. Also, falls ihr mal zufällig mal in Berlin sein solltet, vielleicht mal ein kleines Theater anschauen wollt, kostet nicht viel. Linie 1, ich weiß gar nicht, ob das heute noch läuft. Das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel absolut Zug empfehlenswert. Ruhleben. Einsteigen, bitte. Da geht es halt so komplett über die Berliner U-Bahn, ja, in verschiedenen Stadtteilen, alles, was, wo sie dahin kutschiert wird. Sie kommt von irgendwo her und fährt dann halt da mit der Berliner U-Bahn und erlebt praktisch an jedem Bahnhof irgendeine Story und sowas. Also das war ziemlich cool. Ja, gibt sogar eine DVD von. Es gibt auch sogar den Nachfolger, aber den fand ich persönlich nicht ganz so geil wie der erste, aber das ist ja immer so, ne? Zurückbleiben, bitte. Dass der erste Teil immer der beste war. Und doch, das war ganz witzig gewesen. Da hat mich meine Frau damals ja hingeschleppt, sag ich mal. Ich war jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht so der Theatergänger, ja, um mir das jetzt anzuschauen im Theater. Aber doch, da hat sie mich tatsächlich echt überrascht mit, weil das ja auch so ein bisschen so meine Thematik ist, war das schon extremst gut gewesen. So, hier sehen wir mal ein bisschen was vom Gleisdreieck hier. Eine schöne A3 hier. Wunderschön, wunderschön. Bülowstraße, Übergang zum Bus.
Ausstieg rechts. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ja. Ich weiß gar nicht. Mittlerweile bekommt ihr das auch echt günstig. Also den Microsoft Train Simulator ja sowieso. Ja. Und wie gesagt, das Addon, glaube ich, kostet auch nicht mehr so viel. Ich glaube, das liegt mittlerweile bei 20 Euro. Wenn es jetzt nicht schon langsam schon wieder sogar der Preis nach oben geht. Ja, weil das ist schon, wenn ihr eine gute Version haben wollt. Zurückbleiben bitte. Meine ist mit original Papp. Verpackung in Liegentaste, halt eine CD, ja, mit zwei Handbüchern. Ah, damals gab es noch Handbücher. Ja, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und wie gesagt, die Verpackung sieht original gut aus. Ja. Das Ganze habe ich irgendwie bei Rebuy gekauft. Und das sah echt top aus. Also. Vielleicht für Leute, die es vielleicht gar nicht kennen, ja. Nollendorfplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien U1, U3 und U4 und zum Bus. Ausstieg rechts. Man muss auch mittlerweile sagen, gibt es schon wirklich viele U-Bahn-Linien, die man hier fahren kann. So insgesamt Zug hier. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ob es jetzt nun in OMSI ist, in World of Subways, beim Microsoft Train Simulator. Also da gibt es schon echt viel. Also jetzt haben wir jetzt hier die U2, die U8, die U7 mit World of Subways. Dann haben wir ja die U4 in OMSI und die U55. Sind ja aktuell die. Zurückbleiben bitte. Die Skin zum Krummelanke wäre auch noch ziemlich cool, finde ich. Wenn es die U-Bahn noch geben sollte, irgendwann mal. Aber ich glaube, die Gisela. Die gute alte Gisela. Wittenbergplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien U1 und U3. Ausstieg rechts. Weißt du, manchmal bremst du gefühlt echt zu spät. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Und manchmal halt einfach gar nicht. Tja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier soweit erstmal alles erzählt habe, erwähnt habe. Genau, die U8 Großprofillinie und Nord-Süd-Verbindung. Mein Telefon klingelt wieder, ist wieder traumhaft. Naja, immer das Gleiche. Irgendwann werde ich mir meinen eigenen Bereich bauen und dann... Ja, also hier sehen wir zum Beispiel die Systemvoraussetzung von Berlin Subway. Ist 800 MHz, empfohlen ist ein Pentium 4 ab 1,8 GHz, 400 MB freier Speicherplatz, 128 MB Arbeitsspeicher, CD-ROM-Laufwerk, 3D-Grafik, mindestens direkt 8 Unterstützung
Und da wird es bei den meisten hängen, ja, warum das zum Beispiel auf moderneren Systemen halt einfach nicht läuft. Und das ist meiner Meinung nach... Zurückbleiben, bitte. Könnte das Good Old Games eigentlich packen. Die könnten das eigentlich schaffen, dass es eigentlich heutzutage auch auf Windows 10 lauffähig ist, mit modernen Grafikkarten. Ich glaube, ich schreibe die einfach mal an. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das nutze ich mal. Zoologischer Garten. Übergang zum DB-Fernverkehr, zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U-Bahnlinie U9 und zum Bus. Ausstieg rechts. Ja, Zoologischer Garten. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. Ja, hier, wie gesagt, war ja so meine Area. Ja, hier war ich am Arbeiten und alles was. Ja, lang ist. Ja, jetzt sitze ich in Zehlendorf. Aber so also von der Farbumgebung stimmt das immer noch, ja. Also, auch wenn der, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Oh Gott. Macht doch mal Platz hier. Weil Verpackung ausgegraben. Neue TML-Grafiksystem, programmierbares Ansagesystem, erstmals mit TML Reality Mode, 53 originalgetreue Bahnhöfe. Zurückbleiben, bitte. Stimmt, das habe ich gar nicht erzählt, denn die Ansagen hier, die musst du selbst schalten. 2005 kam damals Berlin Subway. What? 14 Jahre? Heieiei. 14 Jahre, mein Gott, wie schnell ist die Zeit verrannt. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ernst-Reuter-Platz, Übergang zum Bus. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie damals unsere Monitore ausgesehen haben, ne? Schön, noch mit Röhre und alles was. Deswegen auch das 4:3 Format. Stellt euch mal, ja, ein Breitbild mit Röhre vor. Das muss traumhaft ausgesehen haben. Oder das hätte traumhaft ausgesehen, ja? Ausstieg rechts. Wenn es sowas gegeben hätte. Zug nach Ruhleben. Einsteigen, bitte. Berlin Subway ist das Add-on für den MS Train Simulator. Das neue Grafiksystem und der Reality Mode lassen eine neue Train Simulator Generation auf Basis des alten Microsoft Train Simulators entstehen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Unterwelt Berlins mit ihren mystischen Tunnelanlagen und originalgetreuen Bahnhöfen. Zurückbleiben, bitte. Landstück dieser Strecken ist das vom TML Studios neu geschaffene Grafiksystem. Okay, um fortzufahren. Das stimmt, weil das sieht halt wirklich komplett anders aus als ja, der Microsoft Train Simulator selbst. Alle haben sich schon wirklich ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt. Es ist so ärgerlich, dass es die Leute nicht mehr gibt. Wie gesagt, unter euren Kommentaren habt ihr ja gesagt gehabt. Oh. Aber
müssen wir mal jetzt abwarten. Wie gesagt, was halt mit Sebastian passiert, kommt. Das kann ja auch nicht schlecht sein eigentlich. Ich meine, ich bin ja jetzt auch einer, der jetzt wirklich sagt, ich habe jetzt nichts gegen den Fernbus-Simulator, so schlecht wie viele finde ich den gar nicht. Ja. Ist jetzt zwar natürlich ein komplett anderes Game, ja, es hat... Hätte sich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren können. Ja, aber dass ich jetzt sage so, oh, da hängt das Schild aber ziemlich weit raus. Dass es jetzt absolut schlechtes Spiel ist, nee. Denn bei dem Tourist-Bus-Simulator kann ich schon sagen, so okay, ja, da stimme ich vielleicht überein. Deutsche Oper. Ausstieg links. Weil das Ganze halt einfach wirklich recycelt ist von dem Fernbus-Simulator. Also das ist halt hundertprozentig recycelt worden von dem Fernbus-Simulator. Vielleicht kommt der Tourist-Bus-Simulator vielleicht mit 10-20% eigenem Anteil daher, aber der Rest ist einfach kopiert, ja, von dem Fernbus-Simulator. Und das ist schon... Ruhleben. Einsteigen bitte. Und das ist meiner Meinung nach schon persönlich echt frech. All diese Funktionen sind erstmals über den Subway verfügbar, so erhalten sie zusätzlich eine umfangreiche Verbesserung des Train-Simulators. Das Paket enthält die beliebte Linie U2 Ost-West und U8 Nord-Süd mit insgesamt 53 originalgetreuen Bahnhöfen und voll animierten Zügen. Die oberirdische Hochbahnabschnitte der U2 mitten durch die City wurden erstaunlich realistisch umgesetzt, selbst eine voll animierte Waschanlage ist dabei. Insgesamt 48 interessante Aufgaben, unterschiedliche Schwierigkeiten fordern ihr ganzes Können. Also das ist Verpackungs... Zurückbleiben, bitte. ...Aussage. Von Berlin Subway. Bismarckstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie U7. So, hier kreuzen wir jetzt die U7 von World of Subways. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ja, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Viel zu früh die Türen zugemacht, ist wurscht. Wir haben eh ordentlich Verspätung. Angeblich 6 Minuten. Nein, Quatsch, 7 Minuten. Ja, komm. Wir haben einfach mal einen kompletten Zug ausgelassen. Sophie-Charlotte-Platz. Übergang zum Bus. Ausstieg rechts. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Standzeiten sind halt eigentlich viel zu lang bemessen hier. Ich weiß gar nicht, warum das Ganze so lang ist. Kaiserdamm. Übergang zur S-Bahn und zum Bus.
Ausstieg rechts. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ja, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Theodor-Heuss-Platz. Übergang zum Bus. Ausstieg rechts. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Ja, einsteigen. Schön auch, hier gibt es immer so ein paar kleine noch technische Daten, immer so zu den... Zurückbleiben bitte. Zu den Zügen. Baureihe zum Beispiel A3 L92, mit der wir aktuell unterwegs sind, wurde von 94 bis 95 gebaut, 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Längsliegender Einzelachsantrieb haben wir hier drinnen, ein Wechselrichter und die Motorleistung ist hier 8x89 kW DS-Motor. Also auch so eine kleine Sache sind hier mit drin. Das ist schon echt cool. In der nächsten Folge werden wir uns, also von dem Microsoft Train Simulator, werden wir uns den Typ H anschauen. Ich weiß noch nicht, ob wir uns noch die Gisela anschauen sollen. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten, ob ihr das Ganze noch sehen möchtet. Weil sonst würde ich nämlich nach den beiden Strecken eigentlich das Szenario U-Bahn schon wieder ein bisschen verlassen. Neu-Westend. Übergang zum Bus. Aber wenn ihr natürlich noch die Gisela sehen möchtet, dann wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann werde ich mal eine andere Aufgabe raussuchen, irgendwie ein kürzeres Stück oder so. Kann man ja machen, dass man dann zum Beispiel sagt, man fährt dann einfach von Alex, was ich, zum Zoo oder irgendwie sowas. Ja, dann könnte man ja dementsprechend ja dann die... Zug nach... Warte mal. Ausstieg links. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Dass man das Ganze dann vielleicht, wie gesagt, ein bisschen verkürzen, aber so, dass man die Gisela halt dementsprechend noch sehen kann. Dann, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Zurückbleiben bitte.
Olympiastadion. Ausstieg links. Und damit sind wir dann auch schon am Olympiastadion angekommen. Zug nach Ruhleben. Einsteigen bitte. Oh, sogar die Scheibenwischer funktionieren hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, es regnet ja so ganz leicht. Ach, großartig, großartig. Zurückbleiben bitte. Ruhleben. Übergang zum Bus. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und damit endet dann halt auch unsere Fahrt hier mit der U2. Jetzt geht's weiter mit Omsi. Also unten einsteigen, weiterfahren. Ab geht's nach, weiß ich nicht, ab zur Nervenklinik. Ich glaube, da gehören wir hin. Ja. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Aber das, wie gesagt, war es erstmal so von der Linie U2 von Berlin Subway. Wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir uns die U8 an. Bin ich gespannt auf eure Kommentare. Wie gesagt, nutzt unten die Funktion dazu. Und könnt ihr gerne mal schreiben, habt das selbst früher gespielt? Sind Erinnerungen wach geworden oder kanntet ihr das gar nicht? Denn, wie gesagt, nutzt die Funktion. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge mit dem Microsoft Train Simulator Münd Berlin Subway. Damit ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.